Ein klein bisschen Verspätung fangen wir heute hier den Livestream an aus Spital an der Drau. So wie üblich geht mein Akku aus, also steckt mal als erstes einmal an. Ja, angefangen hat der Spaziergang hier schon um 17 Uhr. Jetzt haben wir kurz vor 17.30 Uhr. Wir werden ihn in der Mitte abfangen, wenn Sie praktisch die Spaziergänger hier wieder zurückkommen durch das Stadttor von Spital an der Drau. Seid so lieb, wie immer habe ich die Bitte, dort den Link teilen in die Telegram-Gruppen. Während ich streame, kann ich nicht Link teilen, kann ich nicht Bescheid sagen, dass es losgeht. Vor allem in der Gruppe Honk for Hope-Allianz und natürlich in euren jeweiligen regionalen Telegram-Chat-Gruppen oder wo auch immer sonst. Schauen wir, dass wir wieder einige hierher bekommen, die zuschauen, was sich in Spital an der Drau tut. Ich bin auch sehr gespannt. Das ist jetzt seit Ausbruch der Pandemie bzw. seit Ausrufung der Pandemie mein erster Besuch in Kärnten. Ich habe aber gehört, in Kärnten ist ziemlich viel los. Ich habe da auch schon einen der Mitaktivisten von Spital an der Drau hier bei mir. Wie heißt du? Grüß euch, Sepp Steurer. Hallo. Das ist der Sepp aus Spital an der Drau direkt. Aktivist ist gut, wir machen seit längerem schon mit, seit den ersten Male. Wir sehen auch, dass es immer mehr wird, was ja. Wir eigentlich gut finden, dass wir bei so kalten Temperaturen immer wieder die Leute auf die Straßen kriegen, damit unsere Demokratie dort wieder hinkommt, wo wir sie eigentlich brauchen. Das wäre ich gern, du tragst eine Kerze. Wieso tragst du eine Kerze? Wir gehen spazieren ins Spital und tragen eigentlich das Grablicht für die Demokratie mit, damit das ein bisschen auffällt mit den Lichtern. Wir werden immer wieder gefragt, wer gestorben ist, was jetzt gerade los ist. Es sind echt noch sehr viele unterwegs, die nicht wissen, was eigentlich sich auf unserer Seite eigentlich schon tut. Und fragen immer wieder nach, warum wir die Kerzen tragen, wer gestorben ist. Müssen wir sie immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir das eigentlich das Begräbnis im Moment für die Demokratie hätten. Alles klar. So, was ihr da gerade seht, wir haben ausnahmsweise einmal ein Licht mit, einen richtigen eigenen Scheinwerfer, den habe ich mal ausgepackt bei den Salzburger Aktivisten. Und jetzt werden wir das einmal ausnahmsweise mit einer guten Beleuchtung machen. Hallo Rocky, grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. Nicht vergessen, Link teilen in die Telegram-Gruppen. Wir warten aktuell hier im Spital an der Drau. Ich habe gehört, es sind so ca. 150 bis 200 Menschen, die bei diesem Spaziergang teilnehmen. Das ist für so eine Stadt ganz schön viel. Wie viele Einwohner habt ihr da? Ich glaube, wir haben 15.000, 20.000. 15.000, 20.000. Ja, also ungefähr die Größenordnung auch von Vöcklabruck. In Vöcklabruck gestern war Wahnsinn, waren 1.200 Leute. Oberösterreich ist ganz stark. Ja. Wir waren auch schon in Linz, wir waren in Salzburg. Ja. Das hat sich wirklich viel getan. Und sehr gut. Wir müssen schauen, dass sie auch irgendwann mehr werden. Und ich freue mich auf Wien. Ja, Wien das wird ganz gut. Wichtig, ja. Ja. Wir 16., dabei, 17., 18. Organisieren. Das ist doch eine schöne Strecke von uns mit 4 Stunden. Haben wir Zeit zum Quatschen, zum Reden. Ja. Die Kumpel fahren da immer mit. Und wir freuen uns echt schon auf Wien. Wir waren schau mal, da geht's ja los. Da kommen sie ja schon. So, heute mit Scheinwerfer. Schauen wir, ob uns das was. Ja, wenn du mal ein bisschen ausleuchtest. So, der Sepp hilft mir und leuchtet ein bisschen aus. Sehr schön. Hier seht ihr Spital an der Drau. Auf der Straße unterwegs mit einem Lichterspaziergang für die Freiheit, für ein Ende der sinnlosen Maßnahmen. Ja, grüß euch. Ganz Österreich sieht euch. Na, nicht nur Österreich, wir haben viele Zuschauer aus Deutschland, aus Schweiz, Liechtenstein. Jetzt geht uns ein Licht auf. Grüß euch Gott, alle miteinander. Spital an der Drau geht spazieren. Wir haben eine Dynamik drin in Österreich aktuell. Das ist richtig schön. Hallo, grüß euch. Ich schalte jetzt einmal auf die andere Kamera um, die ist besser. So, hier Spital an der Drau auf der Straße. So sieht das aktuell in Österreich aus. Sogar die kleinen Städte, überall ist was los. Und natürlich treffen wir uns alle in Wien am 16., 17., 18. Jänner zur Großkundgebung Kurz muss weg. Aber jetzt spazieren wir erst einmal da mit unseren Freunden aus Spital an der Drau. Die Spitze ist relativ schnell, man zieht sich das auseinander, oder? Ja, na ist klar.
Aber wir gehen dann wieder Richtung Schlosspark, weil wir gehen jetzt hier hinauf. Ja. Ja, du, da werden wir mitspazieren, da werden wir jetzt einmal schauen, dass wir den Zug noch einmal überholen von vorn. Man sieht, also hier sind, reden wir jetzt einmal in der Sprache der offiziellen Mainstream-Medien, hier sind mindestens 8 Menschen bei diesem Spaziergang. Ja, ja. Ich glaube, 8 haben wir zählt, oder? Durchzählen. Ja. Fantastisch. Immer mehr und mehr Leute stehen auf, kommen auf die Straße, zeigen Gesicht, tragen die Lichter für den Frieden, für die Freiheit, für unsere Demokratie, für unser souveränes Österreich, das wir zurückfordern. Grüß euch. So ist noch nicht das. Ja. Grüß euch. So, da hinten kommen immer noch Nachzügler, es ist immer noch nicht aus. Friede, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, Demokratie. Gegen die Corona-Maßnahmen. Gegen die Demokratie und die Freiheit, ja. Ganz gegen die Maßnahmen. Ja. Hallo, grüß dich. Hallo, begrüße euch. Haben wir Abschluss am Brunnen. Am Brunnen, ja, wunderbar. Ja. Jetzt spazieren wir mal. Du bist der Organisator hier? Nein. Ich ziehe noch zum Buchleiten auf. Gib mir nur der Treiber. Strippenzieher. Der Strippenzieher, alles klar. Ja, dann gehen wir mal mit. Ne? Jetzt ist der Spaziergang schon an uns vorbeigezogen. Freiheit und Demokratie und Hausverstand. Hausverstand, genau. Hausverstand ist heutzutage sehr wichtig, das haben viele verloren. Bevor nicht gegen die Maßnahmen, sondern für den Hausverstand, hätte ich so. Genau, Hausverstand. Danke. Friede, Freiheit, Demokratie und Hausverstand, das sollten wir wirklich alle einmal hinzufügen. Der Hausverstand ist abhanden gekommen heutzutage. Ich habe eine Labestation mit Wunsch als Werbung, Frau Chefin immer. Ich habe mir immer gelabt im Spital. Ja. Wir kriegen gratis Punsch, auch die Polizei. Gratis Punsch für die Polizei auch, das freut mich sehr, ja, das höre ich sehr gerne. Und auch hier muss man feststellen, ich sehe hier keine Schlagstöcke im Einsatz, ich sehe hier keine... Ja. Bitte gerne! Hallo, grüß euch! Was habt ihr da? Ihr habt einen Punschstand für die Polizei und die Demonstranten? Ja, aber bitte nehmen und weitergehen, gell? Oh, vielen Dank! Nehmen und weitergehen! Jawohl, das nehme ich gerne! Bitte schaut euch das an, was für eine Gastfreundschaft im Spital an der Drau beim Spaziergang für Freiheit, Frieden und Demokratie. Da kriegt man was Warmes zum Trinken in die Hand. Gut, weitergehen, bitte ja nicht stehen bleiben, da wird man Maske. Ja, natürlich. Ja. Gut, wobei. Maskenattest habe ich. Ja. Liebesattest habe ich auch. Liebesattest? Ja, ja, das braucht man ja heutzutage, wenn man zwischen Deutschland und Österreich reisen will. Das geht ja nur noch, wenn man eine Lebensgemeinschaft hat. So. Hier spaziert Spital an der Drau, friedlich, mit Lichtern. Aber nicht nur mit Lichtern, sondern auch mit Punsch. Das ohne Alkohol, ja, sehr gut, wunderbar. Ich wollte eh schon fragen, ich muss heute noch fahren. Ich muss dann noch weiter nach Klagenfurt. Da machen wir dann übrigens, liebe Zuschauer, einen zweiten Livestream auch noch, allerdings nicht von einer Demo, sondern wir werden heute was ganz Spannendes livestreamen. Und zwar eine Begegnung, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf dem Honk for Hope YouTube-Kanal habe ich heute schon ein längeres Interview mit einem Aktivisten veröffentlicht, der hier in Österreich viel bewegt, aber gleichzeitig auch ein bisschen umstritten ist. Und zwar ist es der Martin Rutter. Dem wird vorgehalten, er sei ein Rechtsextremer und weiß ich nicht was alles. Ich habe ihn einmal eine Stunde lang interviewt und habe ihn genau befragt dazu, wofür er steht und wer er ist und wie sein Lebenslauf ausschaut. Schaut euch das an auf Honk for Hope YouTube. Es ist wirklich interessant, was man da für Überraschungen erlebt, wenn man mal mit jemandem direkt und selber spricht und nicht immer nur auf das vertraut, was andere über ihn sagen. Ja, und mit dem werde ich mich heute noch treffen. Da werden wir auch noch einen kleinen Livestream machen. Und zwar zu konstruktiven Vorschlägen für direkte Demokratie in Österreich.
Das wird sehr spannend, da freue ich mich sehr drauf. Ja, das freut mich sehr. Grüß euch. Wie geht's denn euch mit den Maßnahmen? Scheiße. Ich weiß nicht einmal mehr, wie es ist, ohne Maske einkaufen. Gell? Probier's einmal. Das Gefühl kenne ich auch. Und mit Furtgeh und so weiter? Seit 9 Monaten habe ich keine auf. Furtgeh ist nichts mehr. Ja. Impflos, ich bin nicht. Bravo! Ich weiß nicht, was da verschießt. Bravo, ja. Bravo, ja, kann man wirklich, genau. Keiner weiß das, was da drin ist. Das Wetter, sagen wir, wenn, weißt du, wenn du einmal mehr ist, wenn im Spital und in Klagenfurt und in Villach, wenn die Herrschaften von den Politikern irgendwann einmal aufmerksam und sagen, hö, können wir doch nicht so weiter tun, weil das Volk ist dagegen. Ich sehe nichts, wenn er lobt, dann ist er dem am März voll was. Ja. Ja. Am 16. Jänner haben wir Großkundgebung in Wien. 9 Bundesländer, ein Ruf. Kurz muss weg. Sebastian. Kommt's, ja? Ja, Sebastian. Na ja, du. Dann machst du statt dem weiter. Ja, passt. Ja, du machst das garantiert besser. Ja, hoffentlich sehen wir uns in Wien am 16. Wir schauen hier weiter beim Spaziergang. Ich freue mich, wenn auch die jungen Leute immer mehr aufwachen. Klar, dass man sich in der Jugend noch nicht so interessiert für die Politik, aber mit der Zeit, irgendwann ist es genug für jeden, weil die Einschränkungen, die treffen uns ja alle. Unabhängig vom Alter, unabhängig von der Überzeugung, der Herkunft, was auch immer. Was hier passiert, ist ein Verrat am ganzen Volk. Na, das ist ja wirklich ein Luxus halt mit einem Scheinwerferträger. Bitte, so einen qualitativ hochwertigen Livestream habe ich noch nicht gemacht, aus dem Finstern. Der Sepp macht das hervorragend, danke Sepp. So, na, schaut einmal, da sind jetzt die Kerzen im Schnee. Nicht alle. Ah, da wird es jetzt symbolisch hier, verstehe. So, und jetzt schaut euch einmal an, hier der Spaziergang ins Spital an der Trau. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Zu jedem Sonnabend, 17 Uhr, nicht vergessen. Und ein ausgesprochenes Dankeschön gehört der Polizei, die hier ist, für uns zu beschützen. Bravo. Danke, Polizei! Danke, Polizei! Dass Sie zu unserem Schutze hier sind. Deswegen recht herzlichen Dank an die Polizisten und Polizeibeamten, die sich hier die Mühe gegeben haben, uns zu begleiten. So. Und wer jetzt ein Licht der Erleuchtung mitgebracht hat, der stellt dieses Licht bitte hier vorne ab. Ne? Das brennt dann circa eine Woche. Mal sehen, wie lange das es brennt. Und ich werde dann im Laufe dieser Woche täglich vorbei spazieren und die Ausgebrannten entsorgen, damit wir unseren Müll auch nicht hinterlassen. Ne? So, ein bisschen an die Zukunft denken. Und dann denkt bitte daran, immer den geforderten Meter Abstand, weil das ist normal. Früher hat man das nicht gebraucht, nicht? Den erforderlichen Abstand. Das hat jeder von Haus aus gewusst, dass er nicht bei dem anderen auf dem Schoß sitzt, wenn er mit dem spazieren geht. Nicht? So, dann noch kurz etwas zu der Maske. Freut mich ganz besonders, dass ihr alle Gesicht gezeigt habt. Alle Gesicht gezeigt, weil ihr offensichtlich wisst, dass nämlich, wenn man keine Luft bekommt, dass man dann erstickt, sagt man im Volksmund. In Wirklichkeit ist das Gehirn des Menschen ist der Computer des Organismus. Nicht? So, und wenn zu wenig Sauerstoff im Gehirn ankommt, nicht, dann passiert nämlich Folgendes, dann schaltet das Gehirn zuerst mal die größten Energieverbraucher ab und das ist die Muskeln. So, infolgedessen wird man dann ohnmächtig. Nicht? Und wenn dann immer noch nicht genug Sauerstoff beim Gehirn ankommt, schaltet das Gehirn nämlich ein Organ nach dem anderen ab, nicht? Und das Gehirn verabschiedet sich zu allerletzt. Nicht? So, und deswegen brauchen wir frische Luft und wir brauchen nicht diesen Bakterienfetzen, wo wir alle genau wissen, dass der unserer Gesundheit nur schadet. So, ich bedanke mich, denn bis am nächsten Sonnabend um 17 Uhr sammeln wir uns hier pünktlich, nicht? Und gehen dann wieder unseren Spaziergang mit unseren Lichtern, damit noch mehr Leuten ein Licht aufgeht. Dankeschön. Kommt alle gut nach Hause. Passt auf euch auf.
Darf ich Werbung machen für den 16. in Wien, für die Großkundgebung? Darf ich es durchsagen? Ich mach das ja überall. Machst du es? Ja. Darf ich es einmal durchsagen? Ja, natürlich. Vielen Dank. Ja, was ich noch durchsagen möchte, wir haben ja nächste Woche eine ganz besondere Kundgebung in Österreich. Und zwar treffen wir uns aus allen Bundesländern zur Großkundgebung in Wien. Heute wurde im ORF verkündet, die Kundgebung sei verboten worden. Bitte, das betrifft nur eine angemeldete Demo von einer Initiative. Wir sind viele Initiativen, wir haben viel Programm, wir haben viel angemeldet. Und das ist eine typische Abschreckungsstrategie. Eine wurde verboten und es wird verkündet, es ist alles verboten. Das stimmt nicht. Wir werden in Wien sein. 16. Jänner, Großkundgebung. Alle Bundesländer gemeinsam für Freiheit, für Frieden, für ein souveränes Österreich. Wir wollen unsere Rechtsstaatlichkeit und unser Leben zurückhaben. Jawohl! Kannst du dazu sagen, ein Busunternehmer aus der Region hat schon einen Bus voll. Ja? Wie viele Plätze besetzt sind von den nächsten drei Bussen, weiß ich nicht. Sehr gut. Ich höre gerade, ein Busunternehmer hier aus eurer Region fährt mit Bussen hinauf nach Wien. Ein Bus ist schon voll, drei weitere können noch gefüllt werden. 32 Euro kostet die Fahrt. 32 Euro kostet die Fahrt zur Großkundgebung in Wien. Ich möchte den Namen jetzt eigentlich nicht sagen, aber... Das ist wichtig. Seiner, oder? Nein. Ja, ich würde sagen... In Meldbrücke gibt es nur einen. Krammer heißt er. Kennt euch aus? Ja, ja, da muss man sagen, man muss sich wirklich teilweise als Busunternehmer auch schon verstecken, wenn man legal mit Menschen zu einer Demo fährt. Ich verstehe das, dass man da ein bisschen zurückhaltend ist. Trotzdem, es ist nichts Verbotenes. Zu einer angemeldeten Versammlung darf man fahren. Auch die Anreise ist durch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit abgedeckt. Und so gesehen ist es nichts Böses und nichts, was man sich fürchten muss, sondern es ist ganz legal, man darf zu einer Versammlung auch anreisen. Nicht nur teilnehmen, sondern auch hinfahren. Das ist 50% günstiger als mit der Bahn. 50% günstiger als mit der Bahn. Ja, super. Und die Hälfte der Zeit. Normal mache ich Werbung für Busse. Ich finde es gut, dass du das heute machst. Spazieren darf man immer. Ja, spazieren darf man sowieso immer. Das ist eh klar. Und wir spazieren in Wien am 16. Viele von uns tun das. Ja. Da treffen unsere Freunde aus Vorarlberg, aus Tirol, aus dem Burgenland, aus Oberösterreich, aus Salzburg, aus Kärnten, aus Niederösterreich, aus Wien. Habe ich uns vergessen? Die Steiermark habe ich vergessen. Aus der Steiermark treffen wir besonders viel. Wir haben nur die Hälfte vom Weg in Steiermark. Das sind Zumachschuhe. Alles, ja, das sind. So, und jetzt werden die Lichter da noch aufgestellt, oder wie? Wann ist Villach? Morgen Villach, 17 Uhr. Morgen 17 Uhr Villach, ja, das ist auch gut zu wissen. Morgen 17 Uhr Spaziergang in Villach. Ja. Das ist. Wir haben jetzt monatelang darauf gehofft, dass wir immer mehr werden und jetzt ist es soweit. Jetzt werden wir wirklich immer mehr. Von jedem Mal zu jedem Mal in jeder Stadt. Habt ihr gesehen, gestern Vöcklabruck? Das ist eine 12.000 Einwohnerstadt und 1.200 waren auf der Straße. Am Stetten 40.000 Einwohner, 2.000 waren auf der Straße. Da ist eine Dynamik drinnen. Graz, Innsbruck, Linz, die großen Städte. In Wien waren 3.000 auf der Ringstraße. Einfach nur so zwischendurch. Morgen alle nach Villach, dass wir gut und danke sagen. Ja, morgen alle Villach, 17 Uhr. Grüß dich. Wer bist du? Ich bin der Dietmar aus Spital. Der Dietmar aus Spital. Grüß dich, Dietmar. Ich bin
man auch sagen, es ist nur noch zum Weinen in Wirklichkeit. Ja. Genau, ein Corona-Zirkus, da ist von China gekommen, das ist wirklich arg, ja, ja. Was die aufgeführt haben. Ja. Ich wollte einfach sprechen, weil ich bin heute das erste Mal da, der Gerhard hat mich angerufen. Ich organisiere für Kärnten die zweite Kärntner Volksabstimmung. Sehr gut, das klingt gut. Die haben wir vor 100 Jahren schon einmal einen gehabt. Gell? Ja, für alle, die es nicht wissen, Kärnten hat ja einen ganz harten Kampf geführt dafür, dass es bei Österreich sein darf. Genau, das wurde in einer Volksabstimmung durchgesetzt, die nicht gewünscht war zuerst und dann auf demokratischem, friedlichem Wege erreicht wurde. Und das finde ich gerade gut. Ihr wollt das wieder machen? Ja, genau. Wir machen jetzt noch 100 Jahre die zweite Kärntner Volksabstimmung. Gell? Sehr gut. Weil das hat uns ein bisschen bedenklich gemacht, dass wir 100 Jahre keine gehabt haben. Gell? Und wenn man keine Volksabstimmung hat, dann hat das Volk einfach keine Rechte. Ja? Dann können wir irgendwelche Farben wählen oder Abkürzungen und dann haben wir Streiterei, das reicht uns eigentlich. Wir wollen aber wieder regelmäßig und häufig Volksabstimmungen organisieren und machen und das gefällt mich, dass da so eine Runde zusammenkommt. Aber ich möchte mich also zuerst mit den Leuten, die das ein bisschen in den Weg gebracht haben, zusammensetzen und das einmal im Vorhinein bereden, wie Interesse ist, wie die Interessenslage ist, wie man da weiter vorgehen können. Ich habe Interessenten auch schon in Tirol, die wollen auch eine machen, in Salzburg, die wollen auch Volksabstimmungen machen, die Steirer natürlich. Natürlich auch als unsere Nachbarn, die Tiroler, Salzburger und Steirer, die können wir als nächstes mit einbinden. Und so gehen wir in die Verfassung ein. Ich gebe dir jetzt einmal zwei Exemplare mit. Ja. Schickst mir eine E-Mail-Adresse und dann treten wir in Verbindung. Ja, ausgezeichnet. Wie ist dein Name? Ich bin Alexander Ehrlich, Busverband Honk for Hope. Ja. Und derzeit reise ich von Demo zu Demo, um zu zeigen, wie viel Dynamik wir drin haben in Österreich, wie viele wir sind. Gut, ja. Und dass wir immer mehr werden. Ja, sehr gut. Ja. Gleichzeitig aber auch, um unseren Freunden in Deutschland zu zeigen, dass Österreich im Augenblick eine wunderschöne Rolle einnimmt, weil wir werden hier von der Polizei noch behandelt wie Menschen. Genau, In Deutschland kannst du nicht einmal mehr, wenn da drei Senioren zu dritt auf der Straße gehen und tragen ein Licht, kommt schon die Polizei mit dem Schlagstock und prügelt es nieder. Und das sind so Zustände, also da sind wir weit entfernt davon, darauf können wir stolz sein. Ja. Und das ist auch wichtig, dass wir diesen Funken der Hoffnung zeigen. Mhm. Aktuell brennt die Flamme der Freiheit, brennt in Österreich lichterloh. Ja, das ist sehr gut. Vielleicht noch abschließend ein Satz. Corona ist ja wahrscheinlich ein Kampfstoff. Ich kann nicht sagen, wo er entwickelt worden ist, ob er in China entwickelt worden ist oder ob sie nur den in China freigesetzt haben. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dann wissen wir, wer den Virus entwickelt hat. Gell? Ja, das sind so die Sachen, mit denen beschäftige ich mich gar nicht. Es interessiert mich nicht, wer dahinter steckt oder wer was vorhat. Ich will, dass es aufhört. Ja, genau. Es reicht. Ja, es reicht, gell? Ja. Tragen wir Corona zu Grabe. Genau, genau. Wer auch immer, was auch immer, Herz auf damit. Es ist nur. Ja. Wir haben sie im März einfach ausgerufen und jetzt wissen sie auch, wie sie es beenden sollen, weil sie einfach aus den Kreisen am Auser kommen. Ja, genau. Das ist eine sehr gute Frage, die stelle ich mir auch öfter. Wenn ich jetzt so einer bin, der da mitgespielt hat und dann komme ich drauf, oh je, da habe ich richtig einen Mist gebaut. Dann habe ich ein bisschen ein Problem. Wie komme ich da jetzt raus? Dann muss ich fair sein und so Leuteln jetzt an. Ist leider so, aber jetzt machen wir es fertig. Ich habe so erzogen, dass sie Entschuldigung sagen, wenn sie einen Kaffee gemacht haben. Ja, ja. Das haben die eben nicht mehr gelernt, glaube ich. Ja, dass einmal einer hergeht und sagt, okay, ich habe mich geirrt, das tut mir leid. Ja, aber ihr müsst euch nicht entschuldigen, liebe Politiker, wenn ihr da zuschaut. Wir brauchen die Entschuldigung nicht. Hört einfach auf. Ja? Lasst uns in Ruhe und gut ist. So. Schaut mal, wie viele Lichter da mittlerweile stehen. Das ist ein wunderschönes Zeichen und Symbol auch hier. Ja, übrigens, morgen ist das große Lichtermeer am Brandenburger Tor in Berlin. Wer sich da noch beteiligen möchte, auf fotofeier.com, F-E-I-E-R, also Deutsch, die Feier, wie das Fest. Nicht Englisch. Deutsch, die Feier, fotofeier.com. Da könnt ihr noch Kerzen nach Berlin schicken. Und morgen werden insgesamt 7 Organisationen, die daran beteiligt sind, dieses Lichtermeer aufbauen am Brandenburger Tor. Das wird wahrscheinlich ein bisschen größer werden als hier das Lichtermeer von Spital an der Drau. Aber das Wichtige ist, egal wo, Lichter stehen für Frieden, Lichter stehen für demokratischen Protest im Interesse unserer Freiheit, ohne Gewalt, ohne Provokation. Wir wollen keinen Streit mit niemandem. Und wir wollen einfach unser Leben zurück. Oder sieht es wer anders?
Ich höre keinen Widerspruch. Wollt ihr noch was sagen? Willst du was sagen? Ich? Ja, wieso bist du da? Wieso ich da bin? Und wie heißt du? Ich bin die Laura. Ich bin beruflich diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das schon. Und ich erlebe das hautnah mit, was da abgeht im Hintergrund. Und ich schaue da sicher noch mal zu und ich bin auch sicher keine Mitläuferin. Und ich hoffe, dass viele Menschen bald die Augen aufmachen, selber denken und auf sein Bauchgefühl einmal hören und diese Angst irgendwie wegdrängen und nicht auf die Medien hören, auf die Gekauften. Und ja, ihr erlebt das hautnah mit. Alte Menschen, die weinen jeden Dienst, den ich dort bin, weil sie komplett isoliert sind, sie vereinsamen, bauen deshalb ab. Die sterben nicht wegen einem Virus. Ich begleite Menschen im Sterbebett nicht wegen einem Virus, sondern weil sie vereinsamen und nochmal leben wollen. Und ich schaue dann nochmal zu und ich kämpfe für unsere Freiheit, für die Liebe und für Frieden. Deswegen bin ich da. Und für Bravo. Mein Kind, für die Zukunft, für die Kinder. Bravo, Laura. Erzähl uns einmal mehr von diesen Leuten, von den Alten. Wie leben die augenblicklich? Wie ist da die Lage? Ja, also sie dürfen keine Besuche kriegen. Jetzt ist zurzeit geregelt, dass sie einmal die Woche eine halbe Stunde Besuch haben dürfen. Dazwischen ist eine Glaswand. Die eigene Tochter, was jeden Tag drinnen war bei den Leuten, kommt einmal die Woche eine halbe Stunde. Das ist, ich kann nicht einmal das gescheit erzählen, ich kann blären. Es ist ganz schlimm. Ich kann einmal zuschauen. Die Leute sagen zu mir, Laura, ich mag nicht einmal die blären. Und was soll man tun? Und sie wollen einfach wieder Normalität. Und natürlich wollen wir die Alten schützen. Das will ich auch. Keiner will, dass irgendwer jetzt ein Virus kriegt und deshalb versterben muss. Aber ich habe auch durch meine Ausbildung gelernt, dass Gesundheit, Ganzheitlichkeit, dass das nicht nur körperlich ist, sondern auch psychisch. Und es gibt genügend Studien, was Isolation mit den Menschen macht, was Vereinsamung mit den Menschen macht. Das ist schon lang bekannt, dass Menschen krank werden. Und die Seelenpflege geht vor der Körperpflege. Wenn meine Seele nicht gesund ist, will ich nichts essen, ich will mich nicht bewegen. Und was passiert, wenn ich das alles nicht mache? Ich werde krank. Und das Wichtigste ist unser Immunsystem. Und genau das wird im Moment kaputt gemacht. Das Wichtigste, unser Immunsystem. Das Natürlichste, was jeder Mensch von Anfang an mitkriegt hat. Und das ist traurig. Ja. Und ich mache 3 Jahre Ausbildung für Krankenschwester, dass ich mich auskenne mit Krankheiten, mit Infektionen. Und dann sind auf einmal irgendeine in der Regierung, die auf einmal so super Bescheid wissen. Und wir haben alle gar nichts mehr zu sagen, weil. Ja. Ja, und wie der Herr so schön vorher gesagt hat, das mit der Maske, ich meine, das ist ein Wahnsinn. Ich würde also mein Kind nie in die Schule schicken, wenn es eine Maske tragen muss. Das ist eine Frechheit. Wie alt ist dein Kind? 3 Jahre, aber. Okay. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie es in der Zukunft ausschaut. Wenn keiner aufsteht und jeder das an sich ergehen lässt, dann. Ja. Ja. Ich will das so nicht. Ich will, dass die Kinder frei sind, dass sie alles ist wie früher, dass man sich gern hat, dass man sich umarmt. Das kann auch gesund machen. Das macht gesund. Das ist Liebe heilt. Liebe ist ja Heilung. Und ich will das einfach zurückhaben, dass man sich umarmt, den Arm nicht und nicht, man darf ich denen jetzt die Hand geben, oder? Das ist einfach nur lächerlich. Ja, ja. Bravo. Ganz super, bravo. Du, als Pflegekraft bist du jetzt auf der Abschussliste, nicht mit diesen Pflichtimpfungen. Also, wie stehst du da dazu? Wir sind jetzt gefragt worden letzte Woche, ob wir uns impfen lassen. Ich habe ein klares Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt, wir sind auch schon mehrere in meinem Beruf, Gott sei Dank. Wir haben gesagt, wir machen das sicher nicht mit. Was machen die Leute ohne Pflegekräfte? Was machen sie? Was macht der Politiker, wenn er ins Krankenhaus muss? Was macht er denn? Ich hoffe, er muss einmal. Ja, ich hoffe, er muss einmal. Ich meine, das soll ja jetzt nicht böse gemeint sein, aber wir lassen uns nicht impfen und ja, und wenn ich den Beruf leider aufgeben muss, ich verkaufe meine Seele nicht, ich bin für Freiheit und ich lasse mich sicher nicht kaufen. Und so ist es. Ganz super. Ja. Bravo. Ihr habt es gehört, Laura, Pflegekraft, Krankenschwester aus Spital an der Drau, spricht klar. Aus Triefen. Aus Triefen. Ich bin extra hergefahren. Aus Villach, okay. Ja, das war richtig schön Klartext und zwar von wem, der sich auskennt, der das wirklich sieht. Das ist was anderes, nicht, wenn ich man erzählt. Ich rede nicht irgendwas daher, ich bin hautnah dabei, gell? Und ich erlebe das und ja, ich kann es nicht mehr, ich kann nicht mehr da mitzuschauen. Wie ist das mit den alten Leuten? Dürfen die raus? Dürfen die einen Spaziergang machen? Ja,
dürfen. Darf ich was sagen? Ja, bist du im Krankenhaus oder Altersheim? Ich bin im Pflegeheim. Ich bin nämlich im Pflegeheim und ja, die alten Leute ja dürfen heraus, ja, aus dem Haus, wenn sie die Angehörigen abholen. Ja. Dann dürfen sie heraus, aber die Angehörigen dürfen nicht ins Heim zurzeit. Und wenn, genau, nur wenn sie Palliativpatienten sind nur oder im Sterbeprozess, dann dürfen sie eine halbe Stunde zum Bewohner. Mit der Glasscheibe? Nein, dann schon im Zimmer, schon aber ohne. Vermummt von oben bis unten. Ja. Und das Pflegepersonal ist auch vermummt? Ja, wir müssen vermummt arbeiten, natürlich. Also ein Lächeln sägen die gar nicht mehr. Nein, überhaupt nicht mehr. Und die meisten hören ja schlecht. Die sagen die ganze Zeit, was, ich verstehe die nicht. Wie denn? Die meisten tun schon Lippen lesen. Genau. Und die Leute sind depressiv und haben nicht wirklich mehr eine Freude im Heim und sagen, die werden jetzt sterben, ich habe keinen Besuch mehr. Genau. Ich bin eh schon alt, ich gehe eh schon weg, sie sind depressiv und weinerlich und krank. Und was da abgeht bei uns im Heim draußen, das ist nicht mehr normal. Und uns macht es auch krank. So wie du schon gesagt hast, wir müssen mal vermummt arbeiten, das ist ein Zustand. Ja, ja, wir haben zum Beispiel eine Taubstumme. Die hat ja Lippen gelesen, Mimik, Gestik, das ist nicht mehr. Die bauen ab. Ja, Wahnsinn, ja. Du bist ja auf einmal ganz von der Welt isoliert, ja, wenn genau. Naja, du dazu auch noch was sagen? Ja. Also ich habe meine Mutter nach dem ersten Lockdown im Altersheim gehabt. Die hat nach einer Woche aufgehört zu essen und hat dann einen Monat gebraucht, bis sie dann gestorben ist. Aber nicht an Corona, sondern an die Maßnahmen. So viel Tage, Herr Kurz. Ja, genau. Ja, so ist es. Und dann machen wir nicht mehr mit. Genau. Aus. Wir stehen auf. Die Anweisungen für die Spritzen kommen ins Heim gefaxt. Die sind drinnen. In den alten Leuten wird ein Zettel vorgelegt, eine Erklärung, eine Aufklärung, was die alten Leute nicht lesen können mehr, weil die meisten sind senil und dement. Unterschreiben, dann werden sie geimpft. Von meinen Kolleginnen stellen sich drei quer, die sich nicht testen lassen. Die anderen lassen sich alle testen, täglich testen. Und impfen lassen sich zwei nicht von 40. Wow, okay. Wahnsinn. Zwei von 14 nicht. Entschuldige, umgekehrt. Zwei lassen sich impfen und die anderen... Aha. Ah, Mama, bin ich froh. Bin ich froh. Ich wollte schon Beileid ausdrücken für alle, die sich da als Laborratten hergeben. Weil es gibt eine Liste, bei uns auch. Und zwei lassen sich impfen und die anderen haben alle... Ja, das Traurige ist, viele tun aus Angst, lassen das alles. Viele sagen, mei, da kann ich ja nicht, aber ich will halt gern... Genau. Urlaub vom Mount mit Schuppen, die auch nicht verlieren. Das, die Fülle haben halt Angst. Ja. Wo ist da der Hausverstand und die Logik? Ja, der Punkt ist, genau. Wenn überall von 40 nur zwei sagen, da mache ich mit, dann ist das so schnell vorbei, das Theater. Weil da und das ist ja eine einzige Erpressung, was da passiert. Mit das ist Erpressung. Und durch diese Abhängigkeit, was auch jeder hat finanziell, wird damit den erpresst und unter Druck gesetzt. So quasi entweder du lässt die impfen und sonst hast oder lässt nicht, aber dann darfst du nicht mehr. Du hast keinen Job mehr. Du kannst vielleicht einkaufen. Ja, nicht mehr. So ist es. Meine Tochter arbeitet bei Spar, die hat jeden Tag 8 bis 10 Stunden die Maske auf. Und wenn sie aufhört zum Arbeiten oder wenn sie sich weigert, muss sie heimgehen. Mhm. Und da, kann sie da Pausen machen dazwischen? Ja, aber nicht so, wie sie eigentlich vom Gesetz her zum Handhaben sind. Weil das Gesetz sagt ja auch was anderes. Das betrifft ja oft diese Vorschriften, wo diese Bestimmungen sind. Wenn diese Räume, die was in Betrieb sind, die müssen ja einen gewissen Wert auch erzeugen, wo das ja auch von Fachleuten gemessen wird, dass auch diese CO2 genau diese Zufuhr, dass das nicht überschreitet und was jetzt mit der Maske passiert, das ist sowas, sowas Brutales, das kann man überhaupt nicht begreifen. Das sind die Grenzwerte Schutzverordnungen. Jahrzehntelang erarbeitet, die haben immer gelten und auf einmal sind sie wurscht. Das Arbeitsschutzgesetz schreibt es vor. Und ja. Die Menschen das Arbeitsschutzgesetz schreibt es vor. Und zwar für die im Handel schreibt Honk das Arbeitsschutzgesetz das vor. Honk for Hope. Die alle zwei Hoffnung, Stunden ja. Honk, 15 Minuten H-O-N-K. Pause bekommen müssen. Das bezahlt werden müssen. Genau. Das schreibt das Arbeitsschutzgesetz vor. Genau. Und es sind sämtliche Gesetze außer Kraft gesetzt. Ja, ich habe heute ein Interview mit ihm gemacht. Wir haben ein Vermutungsverbot. Und trotzdem sitzen die vom Roten Kreuz. Ich weiß nichts, das tun wir haben heute nur.
ein wichtiges Gespräch. Und fahren schön, dass das, es so lebt. Ihr Rettungsfahrzeug so. Nicht, muss und sind vermummt mit Maske vorm Gesicht. Ja. Das ist verboten. Ja. Das und das, genau. Das Vermummungsverbot ist. Ja, genau. So. Nach Hause. Da kannst du im Livestream schauen, wo du selber drin bist. Also was Schlimmeres gibt es ja, überhaupt nicht. Ja, das wird dann ein paar Minuten dauern, bis das sich, das okay. Muss da verarbeitet werden oder was, das bleibt dann online. Danke. Für dich. Super. Für die Laura, du hast gut geredet, danke dir und wir haben was gelernt von dir. Bis morgen, Villa. Ja, auf jeden Fall. Bis morgen, 17 Uhr, morgen. Für die. Und nächste Woche in Wien. Ja, in Wien. Sehr gut, freue mich auf dich. Tschüss, für dich, macht es gut. Pfiat euch. So, liebe Freunde im Stream, das war ein sehr spannender Stream heute aus Spital an der Drau. Man muss sagen, das ist ja wirklich eine ganz kleine Stadt in Kärnten, im hintersten Winkel von Österreich sozusagen. Sepp, das bringt nichts, wenn du mich von hinten ausleuchtest. Du müsstest mich bitte von vorn. Nein, leicht mir ein bisschen von vorn an, dann sieht man mich vielleicht ausnahmsweise. Ich muss das genießen, dass wir ausnahmsweise einen Scheinwerfer mit haben, den haben die... Die Salzburger Friedensbewegung hat mir den leihweise zur Verfügung gestellt für heute. Vielen Dank nach Salzburg. Überhaupt vielen Dank an alle Aktivisten, die meine Demo-Hopping-Tour unterstützen. Ich kriege überall so Kleinigkeiten, die mir fehlen. Ladekabel habe ich gekriegt, eine Powerbank habe ich gekriegt unterwegs, Scheinwerfer leihweise. Also aktive Mithilfe und Mitarbeit an dieser Demo-Hopping-Tour findet statt. Vielen Dank und natürlich auch immer wieder einmal eine Einladung zum Essen. Und ein Sofa, wo ich schlafen kann, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Jedenfalls, hier aus Spital an der Drau bin ich für heute fertig. Ich mache später noch einen neuen, zweiten Stream, höchstwahrscheinlich. Ich habe heute noch ein spannendes Zusammentreffen mit einem österreichischen Aktivisten, der sehr viel bewegt und eine große Reichweite hat, der von den Leitmedien ganz gerne in das alleräußerste rechte Eck gestellt wird. Es wird behauptet, er sei ein Rechtsextremist der übelsten Sorte. Ich habe schon ein einstündiges Interview mit ihm geführt. Das habe ich heute auf Honk for Hope auf dem YouTube-Kanal hochgeladen. Könnt ihr euch schon mal anschauen. Es geht um Martin Rutter. Ich muss zugeben, ich war ihm gegenüber sehr zurückhaltend bisher. Diplomatisch formuliert. Wir sind einander aus dem Weg gegangen. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, Respekt und Geduld muss für jeden gelten. Sprechen wir mit unseren Gegnern, sprechen wir mit Leuten, die andere Überzeugungen haben. Finden wir heraus, was sie denken, hören wir ihnen zu. Das predige ich immer und überall, das muss ich auch selbst machen. Und daher bin ich auf ihn zugegangen. Wir haben sehr konstruktive Gespräche geführt. Danke an Manuel Müllner, der da auf mich eingewirkt hat, das zu tun. Und ich freue mich darauf, ihn heute zu treffen. Und möglicherweise streamen wir noch einmal von einem sehr symbolträchtigen Ort hier aus der Kärntner Geschichte und unterhalten uns über konstruktive Ideen für mehr Demokratie, direkte Demokratie, Mitbeteiligung des Volkes in den Entscheidungen. Martin hat da sehr klare Vorstellungen und die möchte ich mal gerne anhören. Im Gegensatz zu mir, der ich mich nie mit Politik befasst habe, ist Martin ein Berufspolitiker, war früher bei den Grünen viele Jahre, sogar Jahrzehnte, war dann kurzzeitig beim BZÖ und beim Team Kärnten. Sehr spannende Biografie. Und im Augenblick steht er auf der Straße für Freiheit und Frieden. Und ich freue mich darauf, ihm in einiger Zeit zu begegnen, ich glaube so circa in einer Stunde oder zwei, und mit ihm gemeinsam ein Gespräch zu führen und vielleicht auch nochmal einen Stream zu machen über dieses Zusammentreffen. Ich danke euch recht herzlich fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Meine 10-tägige Demo-Hopping-Tour werde ich jetzt erstmal beenden, ich fahre heute noch nach Hause. Allerdings heißt es nicht, dass es nicht weitergeht, weil am Montag werde ich streamen von der Eröffnung des Badcafé in Linz. Da ist ja die Alexandra, die auf der Demo in Linz angekündigt hat, sie sperrt auf, trotz Lockdown. Es geht nicht mehr weiter für sie. Sie kann ihr Kind nicht mehr ernähren. Sie lässt sich nicht mehr verbieten, dass sie Geld verdient. Sie sperrt einfach auf. Und sie wurde dann kurz danach verhaftet auf der Demo in Linz. Ziemlich brutal. Der Einsatzleiter der Polizei sagte, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Rede und der Verhaftung. Sie hätte sich aggressiv verhalten, das müssen wir noch aufklären. Und aufklären tut man auch am besten, indem man mit den Betroffenen selbst spricht. Das werde ich also am Montag tun und gleichzeitig berichten, wie das läuft mit dem Badcafé in Linz, wenn sie einfach die Tür aufsperrt und die Leute dort essen und trinken gehen, mitten im Lockdown. Das wird spannend. Danke fürs Dabeisein. Schönen Abend aus Spital an der Drau. Ein letzter Blick auf das schöne Lichtermeer hier und Erinnerung, morgen 18 Uhr
Lichtermeer in Berlin am Brandenburger Tor. Wenn alles läuft wie geplant, auch mit einer sehr schönen Rede und einer bekannten Rednerin. Ich denke, dass nach aktueller Planung sollte Viktoria Hamm dort sein. Weiß es nicht hundertprozentig sicher, muss mich nochmal rückversichern, aber auch dort wird es morgen spannend und da werden wir natürlich auch verlinken zum entsprechenden Livestream und zur entsprechenden Dokumentation von dem, was in Berlin morgen passiert. Schönen guten Abend allerseits.